Und los geht's mit den Event-Matches hier bei Smash Melee, auf die ich mich wirklich sehr freue. Ungefähr 50 an der Zahl. Sind bestimmt 5 geile Parts, je 10 Aufgaben. Das wäre auf jeden Fall der Plan. Mal gucken, wie das so läuft. Und ihr habt unten so eine kleine Beschreibung, um was es geht. Unten rechts steht, mit wem wir kämpfen. Also, let's go! Level 1. Der Klassiker aus dem Pilzkönigreich findet hier eine Fortsetzung. Level 1, die Wurzel allen Übels. Ist das so? Ach komm schon. Auf dem Battlefield, das ist jetzt also die Fortsetzung aus dem Pilzkönigreich? Oh, das ging schnell. Wie bitte? Moment. Ja, ich habe ja schon im letzten Part gemerkt, das ist nicht einfach mit Bowser zu spielen. Ne? Das ist vollkommen richtig. Aber ist hier der Level der CPU wirklich so gering? Das war einfach ein Fail, ne? Das war einfach ein Fail. Naja, immerhin retten kann er sich. Ne, der blockt nicht mal. Ja, das will ich mal meinen, ne? Und jetzt haben wir den Punkt links, dass es abgeschlossen ist. Level 2, König des Dschungels. Mal sehen, wie wir das Tempo beibehalten können. Zählt Größe doch? Welcher Affe ist der König? Und wir spielen mit DK. Kann es sein, dass wir in den ersten Missionen wirklich hier mit jedem Charakter erstmal eine Aufgabe haben? Oh, hier, Größe ist gar nicht. Guck mal, das ist schwierig. Ich könnte aber... Und das ist witzig. Es sind verschiedene Aufgaben, um die sich Gedanken gemacht wurde. Ich würde ja sagen, sowas würde ich heute auch gerne mal wieder haben. Aber eigentlich ist diese Geistergeschichte, diese Fantasiewelt aus Smash Ultimate, die weitergedachte Version hiervon. Ja, den triffst du kaum, ne? Starke Hitbox. Dieser Schrei. Wir gucken. Da wurden sich ein paar Sachen einfallen gelassen, also das... Ja. Habe ich auch, glaube ich, seit damals nicht mehr gespielt. Weder der Kirby-Stern noch Elektroball bringen hier den gewünschten Erfolg. Das ist halt witzig. Der ist so klein, dass wir Probleme bekommen, ihn zu treffen. Oder auf Plattformen zu landen. Achtung! Der Panzer macht's. Ja, stell überall mal... Habe ich jetzt immer überall einen Rekord? Level 3, Bombenhagel. In dieser Schlacht herrscht eine Bombenstimmung. Select Character. Ich dachte, bei Bomben, ne, der Link... Übrigens, wir können in diesem Modus auch, meines Wissens, Charaktere freispielen. Und deswegen bin ich immer noch so dabei. Nimm mal Pikachu. Ja, einfach mal. Weil Pikachu kennt man. Pikachu kann man. Ach so, Bombenstimmung, weil Link und Samus und hier kommen lauter Elektroball und so weiter. Und die setzen nur ihre Bombenattacken ein mit der Morphball-Bombe. Ja, ich kann mir schon denken, welches Pokémon da rauskommt. Ja, warum nicht, ne? Bomb-Bombs! Auch, ey, das ist eine Mission für mich, Freunde. Bombenstark. Und das hier finde ich sehr gut. Was? Okay, ich sehe, wo die Bombe versteckt ist. Kommt doch mal rüber. Ihr wollt bestimmt den Pokéball. Trottel. Ja, Schlüssel zum Sieg, würde ich sagen, sind hier die, wo die CPUs einfach reintappen wie die Idioten. Samus ist Geschichte. Was? Wo ist denn das hin? Muss aber aufpassen, selbst nicht in die Bob-Bombs zu laufen. Da, an Bomben hapert's, ne? Also, da muss man erstmal klarkommen. Ich habe da vollstes Verständnis. Oder wir machen einfach direkt Schaden, hauen drauf. Lassen nichts anbrennen. Ja, ich meine, wenn ich mal ein bisschen ernst spiele, du hast die Näherungsmine-Trophäe erhalten. Also dafür jetzt, ne? Okay. Level 4, Dino-Duell. Ein Riesen-Yoshi läuft frei herum. Fang ihn! Riesen-Donkey Kong. Nee, Riesen-Yoshi. Okay, dann. Aber ich habe früher immer... Oh, ich kann nicht die Farben wechseln in dem Modus? Interessant. Ja, das ist immer ein Kaliber. Der lässt sich auch schwer von der Bühne fegen.
Allerdings kann er auch nicht gut ausweichen. Er versucht's nicht mal. Er steckt ein, ne? Man könnte meinen, wer einstecken kann, kann auch austeilen. Oder umgekehrt. Und umgekehrt. Ha. Hau ihn auf die 12. So, Metal Mario Kampf mal anders. Ups. Ich habe 3 Leben? Naja gut, dann kann ja nichts schief laufen. Very hard. Oh, der kommt doch so langsam runter dann, ne? Also Größe ist auch nicht immer, ne? Wir hatten eben schon den umgekehrten Fall. Ne, zu groß ist auch nicht gut, ne? Das kann man jetzt auf, oh mein Gott, auf alle Lebenslagen assoziieren. Wenn du 2,30 Meter groß bist, hast du auch keinen Spaß am Leben. Und genauso wie wenn man mit 32 cm... Okay, Level 5 Münzmania. Schnapp dir 200 Münzen, aber Dalli mit Ness. Warum mit Ness? Ich meine, hat er irgendwas mit Münzen zu tun? In Earthbound sammelt man zwar Geld, aber man hat die auf dem Konto größtenteils. Der Münzsmash, darüber wollte ich eh noch reden. Das ist ja so ein Ding, ne? Das gab's erstmals in Melee und das wurde auch immer beibehalten, oder bin ich? Das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. In welchen Smashes gab es Münzkämpfe immer noch? Also, ich weiß nicht, gibt's die in Ultimate noch? Ich spiele das halt nicht, ne? Aber ich glaube, das kann sogar sein. Und wenn nicht, dann war das halt in Smash Wii U mindestens der Fall. Also, es gibt das auch noch in moderneren. Nur, der Witz ist, die gibt's halt gar nicht, ne? Keiner spielt diese Münzdinger, aber Sakurai packt die immer wieder rein. Aber das hat doch mal Asche gegeben, ne? Man sieht doch mal, kann ich mal ganz kurz, jetzt habe ich fast die, ja. Ich wollte ja nur zeigen, dass die sehr, sehr kleine JPEGs sind. Level 6. Kunterbunte Kirby-Parade. Aufgemerkt, regenbogenfarbene Kirbys stellen dir nach. Ja, wenn die regenbogenfarben sind, dann bin ich normalfarben, oder? Das machen wir. Ah, die sind noch ein bisschen kleiner. Oh, wie süß. Sag mal, regenbogenfarben? Der ist aber weiß. Weder ist weiß eine Farbe, noch gehört weiß zum Regenbogen. Der Witz an diesen Kirbys ist, dass die fluchtartig programmiert sind. Die wollen sich... Das hat was mit Notwehr zu tun. Die wollen hier gar nicht in die Offensive gehen. Das tut mir ein bisschen leid. Das bezeugt einfach immer noch, dass unser Kirby hier, die rosa Knutschkugel... Oha. Der war dämlich. Das bezeugt, dass die rosa Knutschkugel einfach immer noch dämonisch ist. Das ist der bösartigste Nintendo-Charakter, den es gibt von allen. Weil... Der Kirby, der frisst halt auch alle Gegner auf, die ihm gar nichts getan haben. Er sieht so aus, ne? Aber er hat einen gesunden Appetit. Und im neuen Kirby und das vergessene Land, was nächstes Jahr für die Switch rauskommt, da seht ihr auch, die ganze Erde ist schon so gut wie leer gefegt worden, nur um seinen Magen zu befriedigen. Kommen wir zu Level 7, Pokémon-Kampf. Pokebälle sind der Schlüssel zum Sieg gegen Pikachu. Okay. Und Kampf, dann bin ich eben mal das nächste Kopfkissen. Bummeluff. Dieser Unterschied des deutschen Pressers mal wieder. Bummeluff. Kann ich dem nur schaden? Das wäre halt witzig. Ja, man kann den nur schaden mit Pokémon. Also, ich bin auch ein Pokémon, aber nur mit Pokémon aus Pokébällen. Deswegen, hier. Lavados, Durak. Macht mal euren Job. Braucht man nicht mal einen Bodentyp? Pokémon-Kämpfe mal ausnahmsweise nicht in Sinnoh. Ich bin begeistert. Aber ich habe nur einen... Nee, ich bin ja schon gestorben, oder? Hä? Egal, jedenfalls hat Pikachu 2 der Sorte. Und ist Pipi jetzt genauso explodiert? Pipi gerade genauso explodiert wie Elektroball. Relaxo, setzt den Finish. Wunderbärchen. Ihr merkt schon, die machen Heiden-Gaudi, oder? Ich hab ne Gaudi. Level 8, Showdown in Breenstar. Du kommst Samus in Breenstar in die Quere. Oh je.
Ich darf aber verdächtig häufig bislang den Charakter wählen. Also in Smash 64 haben sich Samus und Captain Falcon noch die Stage geteilt, also es wird Zeit, ihn zu nehmen. Den hätte ich Bock, wenn wir nochmal Adventure-Modus spielen oder so. Da ist der schnell, ach du Scheiße. Das ist ja gar kein Vergleich, auch in der Luft. Ey, der bewegt sich ja hammerstark. Was zum... Was denn mit Captain Falcon? Ich dachte gerade, ich wäre in so einem Turbo-Smash. Diese ganzen Special-Smash-Dinger. Er ist ja richtig flink. Was zum... Na gut, das ist jetzt natürlich eine Mission, die nicht wirklich was hat. Von wegen, du kommst im Prinz der Samus und ich wäre... Ja, passiert, ne? Das ist jetzt nicht so abwegig. Ist der Captain Falcon OP in Melee? Ich glaube schon, oder? Keine Ahnung. Das wirkt so. Achtung, der hat einen Charge Beam. Show your moves! Hier gibt es leider bislang immer noch nur einen Spot. Um die Gegner zu verspotten. Leider ist Cool Spot nicht in Smash dabei. Captain Falcon ist ja richtig overpowered hier. Der ist ein Ultimate definitiv schwächer. Ich habe den auch immer gern genommen, ja, auch in Brawl und Wii U. Aber ich hatte in Ultimate das Gefühl, dass ich nicht mehr so gut mit dem war. Wenn ich jetzt sehe, dass der immer ein bisschen genervt wurde, also möglicherweise, das kommt mir halt so vor, dann verstehe ich so langsam, warum. Krieg mit Sheik, Level 9. Besiege Sheik und nicht Zelda. Geduld zahlt sich aus. Ja, heutzutage kann man Zelda und Sheik ja auch einzeln wählen. Damals war das ein Charakter, auch lange Zeit. Das dürften die meisten von euch noch kennen. Dann muss ich... Ich wollte gerade sagen, wo ist denn Link, bitteschön? Ich soll Zelda bändigen, ja? Sheik, nee. Aber warum? Wir wissen doch alles, dieselbe Person ist. Vertraue Bomben. Ja, das kann natürlich schon mal in die Hose gehen. Das ist eine coole Aufgabe. Aber eigentlich geht es ja nur ums Besiegen. Sprich, ich kann die ja auch schwächen als Zelda, oder? Wenn die wir, dann machen wir den Job. Die fliegen aber weit weg. Du darfst dich nicht verwandeln in der Luft, während du fliegst, ne? Das hat schon mal gut funktioniert. Es hat ein bisschen was von Retro-Achievements, finde ich. So, den Baseballschläger heben wir uns auf. Hey, was zum... Hat's aber auch, ne? Ja, gut! Bomben! Das ist das Ding. Und da sind wir schon bei der 10. Wirklich? Sollen wir das so machen? All-Star-Kampf Nummer 1. Ja, das ist auch immer ein guter Schlusspunkt, denn da tritt man einfach gegen Lloyds an. Ne? Was sagt denn die Zeit? Das ist ein bisschen mager. Da werde ich ein bisschen mehr versuchen, oder? All-Star-Kampf Nummer 1. Die Stars und Mario erwarten dich. Mario, Donkey Kong, Yoshi, Peach und Bowser sind dabei. Gut. Hintereinander. Die Stars um Mario. Und die besiege ich. Ja, Bowser ist halt auch dabei. Da kann ich nicht mehr groß taktieren. Ich werde, wenn ich die Wahl habe, abwechslungsreich bleiben. Das Ding ist, die Melee-Kämpfer, die kann ich alle noch, ne? Und Brawl, da hört es langsam ein bisschen auf. Brawl fange ich ja bei dem einen oder anderen Charakter an zu schwächeln, was der wirklich kann und so. Aber in Wii U und... Also Smash 4 und 5. Alter. Stagewechsel auch noch incoming. In Smash 4 und 5, da, keine Ahnung, da gibt es halt viele Kämpfe, die ich nicht mehr richtig ausprobiert habe. Wo ich dann immer ein bisschen struggle, wenn ich die spielen muss. Aber hier kann ich quasi jeden Charakter ein bisschen, meine ich, ein bisschen können, ne? Liegt im Auge des Betrachters. Interessant auch, dass hier Donkey Kong zu Mario dazu zählt, aber ja. Sag mal, Didi ist noch nicht dabei.
wenn sich Donkey Kong irgendwo einreihen möchte, dann bei der Mario-Riege. Yoshi Yoshinski, wie geht es Ihnen? Bumbatz, 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 bumbatz. Habe ich heute nicht schon eine Riesenversion von dir besiegt? Ich glaube doch. Fox ist auch nicht schlecht. Fox ist ziemlich gut in Melee. Er fällt vor allen Dingen sehr schnell. Wollte sagen, dass er sich ruckartig bewegt. Aber ich, da war ich halt auch ein bisschen. Da war ich ein bisschen, ne? Markus menschelt. Und Quietschi Peachy, oder? Aber das ist schön gemacht, dass jeder seine eigene Stage auch hat, ne? Also das ist beeindruckend, möchte ich sagen. Der Fox kann ich jetzt zu den aktuellen... Na, es ist schwierig. Irgendwie fällt er sehr schnell. Fox wirkt ein bisschen sehr schwer. Es sind Kleinigkeiten, die sich unterscheiden von Ultimate, was Fox angeht. Aber irgendwie... Alter, Bowser hätte auch mal so ein richtiges Castle verdient, oder? Jetzt ist er hier in der Regenbogenraserei. Ich habe den da in Mario 64 nicht angetroffen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe den da nicht angetroffen, eigentlich. Toya, 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 Toyota. Was? Was das Item es hier schon gab... Guck mal, das wandert. Das wäre schön. Schönes Finish gewesen. Also Fox, würde ich sagen, komme ich in den besseren Spielen besser klar. Vor allen Dingen, Wii U. Ein Spiel habe ich Fox ein ums andere Mal genommen. Das war ganz okay. Na gut, wisst ihr was, dann machen wir es doch. Machen wir es für die Struktur 10 Events pro Part. Dann wisst ihr, wie die nächsten 4 Parts aussehen. Ich hoffe, ich kann es halten. Dieser Part ist jetzt vielleicht nicht allzu lang, aber es wird eher schwerer statt leichter. Deswegen sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Herr des Hügels. Und ihr seid die Herren der Daumen, also gebt sie nach oben oder unten. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.